Hallo Leute, hier ist wieder Lorenzo Cicero. Super Mario 3D Land. Spielen wir heute wieder mal endlich seit wieder mal längerer Zeit. Ich sag häufig, dass nach längerer Zeit irgendwie. Das stimmt aber auch immer. Naja, wir spielen jetzt Super Mario 3D Land. Und ja. Es ist Zeit mal die Special World, was weiß ich wie viel, zu beenden. Das Special World 1 haben wir eigentlich schon geschafft. Aber hier ist irgendwie noch eine Rätselbox, also machen wir die einfach mal. Auf der Gamescom habe ich ordentlich Leute getroffen und wahrscheinlich kommt das daher. Ui, die ist neu, oder? Die ist neu, ja. Die kannte ich noch nicht. Und fertig. Ja, war nicht so schwer irgendwie. Gut, als nächstes müssen wir, glaube ich, in Welt 3, wenn ich... Ja, Welt 3... Special World 3, meine ich. Dann legen wir mal weiter fort los. Gut. Wir springen in dieses Level. Und schauen mal, was es so für uns bereithält. Yeah, ich mag sowas. Bestimmt. Okay. Ah, verstehe. Interessante Dingensens. Ich weiß nicht, ob wir die bislang schon hatten in diesem Let's Play. Wenn, dann ist es etwas länger her. Mal schauen. Hier noch was? Nee. Dann sammeln wir das ein. Nein, 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 nein. Und der Jackpot hat sich offenbar gelohnt. Ja. Warum war das denn schon in Bewegung? Alle anderen haben erst gebraucht, bis sie irgendwie... Naja, egal. Mir kann es ja jetzt auch egal sein. Es ist ja vorbei. Und mit vorbei meine ich natürlich vorbeispringen. Deswegen habe ich das jetzt perfekt gemacht. Ja, egal. So, getroffen. Ja, wieso bleibt der da oben auch stehen? Oh Mann, oh, Luigi. Das kannst du doch nicht machen. Okay, jetzt aber. Wupsi. Ja, was ist denn hier los? Gibt da drin vielleicht nochmal irgendwie ein verstecktes Blatt? Das wäre ganz schön. Hallo. Nee, ist nichts. Es sei denn, da drauf ist noch was, aber ich sehe jetzt nichts. Nee. Vielleicht gehen wir nochmal zurück, ich weiß ja nicht. Also. Na. Ja. Hui. Und hier kann man ja noch in die andere Richtung. Und ich weiß ja nicht, was hier ist. Naja, offenbar nichts Besonderes. Sehr gut. Okay, sehen wir noch irgendwie was? Ja, da vorne. Ja, das nennt man nicht gut timen, aber naja, was soll ich machen? Zumindest haben wir jetzt mal hier was weiteres gesehen und alles und wir wissen, wo die ganzen Sternmünzen sind und das ist ja auch schon mal was wert. Ich hätte so gerne jetzt meinen Waschbäranzug wieder. Ich glaube, ich verlasse das Level erstmal und hole mir einen. Das wäre das Beste. Levelauswahl erstmal, ich will einen neuen Waschbäranzug haben. Danke. Vielleicht hier. Ansonsten, es gibt ja noch genug Pilzhäuser irgendwo. Naja, zumindest ein Bumerang-Anzug ist ja nicht schlecht. Und schon wieder eine Sternmünze, sehr gut. Kriegen wir echt ordentlich Sternmünzen dadurch. Aber ich glaube, die bringen auch nicht besonders viel. Im Grunde. Hm.
Haben wir hier noch ein Pilzhaus? Naja, keins, was irgendwie so neben ist. Moment. Wartet ein wenig. Ich will noch schauen, ob noch irgendwo ein Pilzhaus ist. Ach, hier ist auch noch eine Rätselbox und noch was, okay. Dann gehen wir rein. Stirb! Ah, ich habe schon wieder Geld bekommen. Und wieder Level-Ups. Okay. Ist mir jetzt aber auch scheißegal, dass ich jetzt hier... Ach genau, weil ich hier nicht vielleicht eventuell ein Blatt kriege, ist mir das alles scheißegal, wie viel ich hier verloren habe. Das wollte ich sagen. Genau. Sicherlich. Blatt, war schwer. Verdammt, zu Penner, du kannst nicht. Oh Mann, oh. Vielleicht woanders noch was. Auf den ganzen Welten sind ja von der Gamescom jetzt überall noch so Fragezeichenfelder. Also ich denke, das lohnt sich erstmal überall alles nachzuschauen. Hier ist noch eine reguläre Rätselbox, aber die ist nicht neu. Die dürften wir bereits kennen. Trotzdem, vielleicht kriegen wir da was Cooles. Nein, nur Geld. Er braucht schon Geld. Okay. Irgendwas Neues vielleicht hier im Pilzhaus. Irgendwas, was ich gebrauchen kann. Bitte. Bitte. Nicht wieder Feuerblumen. Was Anständiges. Bitte. Kann ich das Geschenk nicht abfackeln? Ja, ein Blatt. Yay, Geld und danke. Yes! Sehr gut. Genau das, was ich gebraucht habe. Dann gehen wir erstmal in Welt 3 und dann da einfach in die Special World. Da jetzt noch dieses Bilderbuch-Toad-Ding gegeben. Ach genau, hier wollten wir rein, ne? Gut. Auf ein neues! Der Part ist zwar schon 7 Minuten lang, aber egal. Hier unten irgendwie noch was? Nee. Nichts Besonderes anzumerken. Gut, dann mal schauen. Boah, das war knapp, fast wäre ich vorbeigesprungen. Ich weiß nicht, ob es schlauer ist, jetzt hier erstmal nochmal drauf zu springen. Ich mach's einfach mal. Nein! Verdammt, es war eine dumme Idee, den Waschbäranzug drehen zu lassen erstmal. Aber vielleicht haben wir Glück und Guido, kriegen wir was? Ich weiß es nicht. Ja, so nicht. Ich glaube, dieser Ring ist jetzt unsere einzige Chance. Aber ich bin so blöd, ich verschenke immer meinen Waschbäranzug in so scheiß Situationen. Und ich kann einfach auch nicht berechnen, wie wann ich wo oder drauf springe. Das würde ich wahrscheinlich nicht mal mit 3D schaffen. So. Ach Mann, hat man denn gar kein Glück? Menno! Ihr wart gemein zu mir. Scheiß Spiel. Wow, ich bin aus Versehen auf dem Dingo gelandet. Ach Scheiße. Ups, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich wieder zurück. Lass mich wieder zurück. Ja, toll. Wie soll ich denn da durchspringen? Das frage ich mich jetzt ernsthaft. Tja.
Kann ich nicht mal mit Weitsprung und so da rechts nicht noch drauf kommen? Ist ja doof. Ja. Oder vorbei. Manchmal hat man das Problem bei diesem Spiel, dass weiß man nicht genau, wie tief man im Raum steht. In diesem Fall lag es nicht daran, sondern an meiner Schlechtigkeit. Davor auch. Und davor auch. Und davor auch, aber trotzdem. Das Problem hat man manchmal auch so. Ah! Ja, jetzt plötzlich. Jetzt plötzlich schaffe ich es mal, da durchzuspringen und dann irgendwie nicht. Aber egal, wir schaffen das. Wenn wir das nicht schaffen, wer dann? Wir haben ja auch unendlich Leben eigentlich, also so gut wie. Deswegen, wir könnten unbedingt mal wieder Level 1, 2 besuchen. Das, hält meiner Lebensanzahl, glaube ich mal, gut. Allzu lang muss ich da eh nicht bleiben. So. Ach ja. Ja, fickt mich doch. Das gibt's doch nicht. Ich will nur endlich mein Blatt haben, damit der Rest des Levels leichter ist. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich da ein Blatt kriege, wenn ich das schaffe. Oder nur ein 1A. Oder soll ich sagen 1-Up? Ich weiß es nicht. So. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Harakiri. So. Okay, Harakiri sieht anders aus, aber ich sag einfach mal, ich habe es jetzt als Synonym für Selbstmord verwendet, also tadelt mich nicht dafür. Ja, jetzt bin ich da unten gegen gesprungen. Scheiße. Nicht, dass das Level schwer wäre. Das Level ist eigentlich leicht. Auch mit Kameraaufnahme ist es eigentlich machbar. Aber ich stelle mich erstens blöd an und zweitens will ich jetzt endlich mein Blatt haben. Kostet es, was es wolle. Und wenn ich dafür noch 100 Mal sterben will, muss. Also gebt mir einfach ein Blatt. Beziehungsweise in Special Worlds, wo man wirklich mal so Sachen braucht, gibt's irgendwie keinen Super Tanuki mehr, sich zu holen. Das finde ich ein bisschen dämlich, dass sie das da rausgenommen haben. Weil man hätte es in keinem Level gebraucht, außer jetzt in diesen Special Worlds. Naja. So, Geld. 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 Nein. Scheiße. Ach, wisst ihr was? Scheiß doch die Wand an. Ich geh einfach. Ja, doch nicht. Das lassen sie mich dann doch nicht. Mit Tanuki wäre es einfach leichter. Aber ich will jetzt nicht immer das Level verlassen dafür, dass ich einen Tanuki habe. Das ist ja nervig. Und ich will in diesem Part auch was erreichen. Das ist eine... Nichts wie gespalten. Ne, wie auch immer. Also das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Das habe ich jetzt nicht geschafft, aber... Ach, Mano. Okay, Moment. Moment. Wartet. So. Jetzt bin ich gut. Achtung. Jetzt ist die Kamera zwar nicht mehr so gerade und alles, aber... Ah. Jetzt werdet ihr schon sehen, was ihr seht. Ja, das war nicht ganz so eingeplant. Okay, ich gebe es ein, es war doch nicht so gut. Jetzt warte ich hier viel zu lange und sterbe hinterher in Zeit. Ich sehe es kommen. Nee, Quatsch. Ich habe auch keine Geduld. Ich springe einfach erstmal in den Abgrund. Aber Leute, ich verspreche euch, der Part dauert noch so lange, bis ich das Level geschafft habe. Also eine Stunde etwa noch. Kriege ich sowieso nur einen Pilz wahrscheinlich, wenn ich die sammle. Ich sehe es kommen. Weil ich nämlich keine Kappe mehr habe. Nein!
Ach, das ist doch scheiße. Schade, fast. Für sowas brauche ich den Tanuki. So. Ich muss es auch schaffen, ohne irgendwie von diesen scheiß Gegnern getroffen zu werden, denen man nun wirklich leicht ausweichen kann. Beziehungsweise, die man leicht umlaufen kann. Wie in diesem Fall. Yes! 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 So, boah, ich dachte schon, ich sterbe jetzt. So. Ich hab eine gute Idee. Ah! 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 Yes! Nein! 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 Ich nenne diesen Part der Tanuki oder das Tanuki. Okay, wir machen einen Cut und im nächsten Part sehen wir uns wieder. An der, auch wenn ich jetzt anders versprochen habe, aber ich habe es mir jetzt umgedacht, weil es noch besser ist. An der Stelle, wo ich das Tanuki-Blatt bekommen habe, okay? Also bis zum nächsten Part. Den Weg bis dahin kennt ihr. Also bis dann. Ciao, Heulers. So.